Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 16. März 2023. Damit den letzten Handelstag, bevor wir in den Verfall reingehen. Und die Bernie haben mir gut was abgezogen. Der hat vielleicht auch den einen oder anderen von euch abgezogen. Haben sich schön nach unten durchgebissen. Hier auch auf Tagesebene sieht man, dass das eine richtig schmatzige Kerze. Wir hatten gestern in der Vorbereitung uns darüber unterhalten, dass er ja hier den Pullback angelaufen hat. 270, 300. Und wenn er sich hier natürlich ordentlich wegdreht, das hat ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Also hat er schon, ich glaube, ich hätte selber den hier oben gar nicht geschortet, aber so unter 1,20 war es dann schon ersichtlich, dass das hier eine Umkehr wird. Der hat ja auch ordentlich Feuer unten raus wieder reingenommen und dann halt auch nicht gebremst. Ne? Hat dann volle Hütte draufgehalten hier. Und die nächsten Ziele abgearbeitet, definitiv, ja. Wir haben damit einen Ausbruch, wir haben einen Pullback, eine Trendfortsetzung. Also ich glaube, die Range können wir wirklich abhaken, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Wäre jetzt auch in einem weiteren Rücklauf dann, ich sag mal, egal, ja. Da brauchen wir da nicht mehr viel erwarten. So wie jetzt steht, hat es sich jetzt unter den letzten Tiefs hier abgehalten. Ne? Wir hatten auch in unseren Updates das nochmal ein bisschen forciert, dass der Bereich um 8,80, 9,20 hier dann ein schöner Rücklauf wäre. Da ist er jetzt reingelaufen und nun muss er weiter, ja. Also an sich hat er hier in der Bewegung nicht viel stehen lassen, wo man sagt, na, das wäre jetzt so ein schöner Punkt, da nochmal ran und abdrücken. Hier auf der Ebene könnte man vielleicht die 15.000 noch mit als mittleres Band hier hinzuziehen. Aber ich sag mal, so wie er steht, würde das schon reichen, um weiterzufallen. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Donnerstag jetzt wird. Wir haben im Donnerstag im DAX ja die Gewohnheit, dass er eigentlich immer sehr stark zur Seite pendelt, aber kann halt auch unheimlich stark in eine Trendstrebung gehen. Und ich sag mal, fürs Hin- und Herpendeln hätte er nach oben sogar wesentlich mehr Platz. Aber der hat viel aufgeschaukelt, der hat viel hin und her geschlagen. Na, das heißt, die Erwartungsspanne selbst für einen hin und her pendelnden Donnerstag ist so hoch momentan, dass ich glaube, man gar keinen Vorteil davon hat, wenn man das versucht anzutraden, weil er am weitesten sogar hier unten ran kann, dann wieder 15,50 oder 15,120 sogar von unten anschlagen kann, dann trotzdem hier unten, also die Schwankungsbreite. Die wird jetzt quasi für diesen Pendel-Donnerstag, da gibt es ja ein Regelwerk, letztendlich ein Kavumsches Regelwerk, könnte man sagen, wie man das bemessen kann und wie man das einordnen oder festhalten kann, in welcher Spanne sich der Donnerstag üblicherweise hin und her schwingt. Und das ist tatsächlich die Zone jetzt hier. Das ist 1,20 oben, das ist unten der Bereich um 14.600. Und dann kann er wirklich in dem Ausmaß dann hin und her schlagen und das wird jetzt so nicht werden halt, ne? Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben auch gestern gesagt, wenn er runterkommt, dann wird er nicht so viel machen. Dann wird er bestimmt bloß 8,30, viel mehr braucht man. Ich meine, viel mehr hat er nicht gemacht, ne? Das ist jetzt nicht so, dass der hier bis 14.400 gefallen ist. Aber so viel hätte ich gar nicht ihm zum Mittwoch zugetraut, ne? Er hat schon wirklich bisschen mehr gemacht, dann hätte ich gedacht, bremst eher in dem Bereich hier. Aber trotzdem ist es vollkommen okay. Es ist, wenn wir uns nochmal vor Augen halten, was wir hier erzählt haben und wie wir das auch erwartet haben, auch schon am Montag, ne, hat man auch gesagt, 2,70 Rücklaufmarke, 1,50 und 2,70, 300, das sind die Rücklaufmarken, von denen er wieder runter und auch in die Trendfortsetzung gehen kann. Haben gesagt, man muss halt hier noch runter oder unter 1,20. Das ist alles fein, ne? Das hat er alles gut gemacht. Und zum Donnerstag würde ich einfach weitere Tiefs einplanen. Punkt. Ja, ich glaube, das ist die einfachste Form und Art und Weise, wie ich kommunizieren kann, was ich hier erwarte. Vom Rücklaufniveau ist es direkt ausreichend, was wir haben für eine Trendfortsetzung. Es reicht vollkommen. Der muss gar nicht weiter hoch und kann auch aus dem Stand einfach nach unten weiterklettern. Vielleicht mal in die 630, 600 schon mal reintippen. Vielleicht kurz drunter hier so 590 und sowas mal abholen. Und von dort dann erstmal wieder zurück, ne, ein bisschen sich hier aufschaukeln und dann muss ich das zeigen. Aber ich würde, solange hier keine grüne Stundenkerze unten kommt, den auch wirklich erstmal machen lassen. Der darf auch dicke bis 4,50 da unten runter, ne? Ein bisschen, ich weiß nicht, wo war das alte Hoch im Tagesschart? Können wir nochmal gucken, das war 5,90 und 4, was war es hier? 4. 5,85. War schon fast dran jetzt hier. Und das ist auch 5,85. 5,85 waren die. Naja, das.
Das, naja, das spricht dann aber schon fast eher dafür, dass er wirklich vielleicht hier in den Bereich reinzimmert und dann hoch. Also können wir festhalten für uns, für die Vorbereitung für morgen, wenn er im Bereich auf der 14.600, 5.85 eine grüne Stundenkerze hinzieht, dann kann man davon ausgehen, dass die gut und gerne bis 800 erstmal wieder zurückdrücken kann. Vielleicht sogar höher, ne? Vielleicht sogar bis 15.000. Das wäre durchaus ein Long-Versuch, vielleicht sogar wert, antizyklisch betrachtet. Ja, auf der anderen Seite würde ich ansonsten, wenn hier Erholung kommen und der sich zieht sich vielleicht noch an die 15.000 und hackt dann hier eine schöne rote Stundenkerze rein, ich glaube, sowas würde ich auch shorten. Der dürfte bis 15.21, ja, so rein prinzipiell. So hoch möchte ich ihn eigentlich gar nicht sehen. Eher so zwischen 15.000, 15.50 in dem Bereich hier. Auch 15.21 ist okay, aber eher in dem Bereich 15.50 bis 15.000, schöne rote Stundenkerze. Ich glaube, dann würde ich mir auch mal einen Short gönnen. Reinlegen, so bloß drüber packen einfach und probieren ein bisschen unten zu halten, vielleicht sogar bis zu einem neuen Tief zu probieren zu handeln, vielleicht eben sogar auch bis in die 14.600, 14.585 rein, ne? Das ist für mich eigentlich jetzt unten noch eine schöne Zielzone. Die 8.30 hat er jetzt hier mehr oder weniger durchrannt, ist ja auch ursprünglich noch ein bisschen aus unserer SKS rausgeschuldet, die nun, kann man nicht sagen, aufgegangen ist, weil sie wurde deaktiviert, aber es passt eigentlich wieder typisches Verhalten von der SKS. Ich sage immer meinen Leuten, der macht das so potthässlich, dass man eigentlich am Ende, dass es gar keine SKS mehr ist und aber trotzdem in das Ziel läuft. Das hat er hier auch wieder gemacht, aber das ist schon ein richtiges Rindvieh, was sowas angeht, ne, manchmal. Rein formal, aber trotzdem, ich finde das fein, ne? Das macht er gut. Auch die Rückläufe, das ist stimmig. Mit den Tiefs unten nimmt er sich bisher immer ein bisschen welche raus, die ich gar nicht so in der Erwartungshaltung habe für starke Aufwärtsbewegungen. Ja, muss man gucken, ob ich die mir vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene ein bisschen zur Brust nehme, welche Fibos hier reagieren, welche Wellen er vor allen Dingen auch versucht anzutriggern. Aber ich glaube, man ist nicht verkehrt beraten, wenn man einfach versucht, noch auf weitere Tiefs dann eben mitzuschwimmen, in dem Moment, wo Schwäche reinkommt. Und das wäre für mich eben im konkreten Falle hier Bereich um 15.000, 15.50. Dort rote Stundenkerzen kann ich mir gut vorstellen, dass es runtergeht. Ansonsten 15.21 nochmal eine schöne Stelle und Entwarnung oder Deeskalation oder Konter ist über 2,50, 2,70 sogar erst. Ne? Darüber würde das abhaken, die Bewegung, dann wäre die Marktbereinigung durch und er würde oben raussteigen. Aber es ist schon momentan relativ viel Druck drin. Ne? Also da würde ich auch erstmal noch bei bleiben und hier einfach auch noch weitere Tiefs erwarten. Ja, und mit einplanen und mit rechnen. Ja, das heißt, wenn ich irgendwo einen Short zünde von einem tieferen Hoch, ja, also hoch, 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 immer wieder tiefer, und er macht jetzt hier beispielsweise, dann sollte man auch versuchen, auf ein tieferes Tief zu zielen, weil das wäre im Trendsinne richtig gedacht. Die meisten probieren immer long, wenn es fällt, ne, dann muss immer da überall long reingeknallt werden, freuen sich, wenn sie irgendwo 20, 30 Punkte haben, haben aber in der Regel mehr Risiko dann, als sie Chance haben. Ne, manchmal geht es den meisten auch so, die starten dann in Long, der ist keine Sekunde im Plus, weil sie gegen den Trend handeln. Ne, und mit dem Trend zu handeln wäre eben hier, wenn du zum Beispiel aus einem tieferen Hoch wieder abdreht und nach unten kippt, auf ein tieferes Tief hinzutraden. Das ist mit dem Trend handeln. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, aber es fällt vielen schwer, so zu denken und so zu handeln. Aber würde ich hier so machen, wie gesagt, die unten aufpassen im Bereich um 600, grüne Stundenkerze, ja, und alles dazwischen. Ich glaube, ich würde es mir. Ich würde ihn zappeln lassen. Das soll er machen, was er hier rumgeschieben will. Für mich sind das die interessantesten Trading-Bereiche hier oben für Short und hier unten eben vielleicht gegebenenfalls für den Long, aber wirklich, wirklich nur, wenn er von dort eine grüne Stundenkerze hinstellt. Ansonsten würde ich mir da nicht die Finger schmutzig machen wollen. Ja, weil, wie gesagt, kann auch im Zweifel einfach weiter durchbröckeln und hier noch ein paar Punkte hinlegen. Gut, dann soll es das soweit von meiner Seite erstmal sein. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.